Servus zusammen, es ist Freitagabend, wir haben 17.37 Uhr. Gleich mal vorab die Entschuldigung, ich habe neue Computer, ich habe neue Software, ich habe neues Mikro, ich bin da noch nicht so hundertprozentig fit drin, also ich hoffe, das klappt alles und ja, also nicht böse sein, wenn es nicht klappt, dann nur kurz sagen, keine Ahnung, Ton lauter, Bild deutlicher oder lass es ganz sein. Also dafür nur mal Entschuldigung vorab. Innerhalb einer Toleranz von 20 Punkten haben wir ein Tageshoch, ein Wochenhoch, ein Monatshoch. Im Prinzip die schönste aller Welten. Das sind eigentlich Hossemärkte, die so enden. Es ist alles am Hoch. Wie gesagt, DAX ist rum. Im Moment handelt er bei 15.636. Wir sind vor diesem doch sehr wichtigen Widerstand hier. Wo ist jetzt meine Maus? Da. Vor diesem doch sehr wichtigen Widerstand des 15.703. Das hatten wir hier am 7.3. Sollten wir das überbieten, haben wir ein, ich glaube, das ist ein 14-Monats-Hoch im DAX. Das ist dann die ungeliebteste Hosse oder sowas. Wie war das? Die ungeliebteste Hosse, die wir hatten. Wie dem auch sei, wir sind in der Nähe von dem Ding. Und das Ding zieht. Ist überhaupt keine Frage. Es zieht. Was mir auffällt, ist, in fast allen Zeitbereichen ist es so, wir gelten als technisch natürlich sehr, sehr hoch. Und aber ich habe weder ein Verkaufssignal Stochastik noch ein Verkaufssignal über das MACD. Wir sind zwar weit weg von der 200-Tage-Linie, das ist mir aber wurscht. Ich habe lediglich Widerstände. Und das erste ist halt das eben angesprochene 15.708. Und das zweite ist die hier 15.825. Das ist das obere Band. Wir liegen relativ bequem drüber, aber auch mit einem fetten Gap hier. Die 15.270, die ich von letzter Woche ansprach, die haben wir ja langsam genommen, das habe ich am Mittwoch gesagt, ganz langsam genommen. Das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Aber wenn ich zum Beispiel das Sentiment sehe hier, ich ziehe das mal hier rein, ja, das ist fast den ganzen Tag nicht ganz so extrem gewesen, das war meistens mehr so hier. Es ist nicht schön, es ist also nicht schön im Sinne von, da wird ordentlich reingefixt. Jetzt haben wir am Monatsende und dann wird dann immer von Window Dressing gesprochen. Ja, ich gebe da nicht so viel drauf. Was ich interessanter fand, ich habe heute Morgen von der HSBC was gelesen, dass die Vor-Osterwoche, also das ist dann nächste Woche, die sei historisch immer gut. Ich persönlich, ich gebe darauf nicht so viel, genauso wenig wie auf Friday is High Day, Turnaround Tuesday, Gold Surfer, Gold, wie auch immer die Dinge alle heißen. Ne? Weil ich glaube, das hat sich seit 2 Jahren, eigentlich seit Corona, hat sich das alles ziemlich geändert. Aber ich nehme es zur Kenntnis, ich finde es hochinteressant. Scheint eine hohe Trefferquote zu sein. Wie gesagt, ich nehme es zur Kenntnis, deswegen werde ich da nicht handeln. Ich habe tatsächlich für mich das vorhin so entschieden. Ich habe, ihr kennt den Ausdruck Schnüffelstücke, ich habe mir, also wirklich, das sind keine Schnüffelstücke, das ist noch nicht mal den Ausdruck wert, das ist mehr so eine Daseinsberechtigungsposition oder, ja, das ist noch nicht mal ein Pizza-Trade, das ist eher ein Döner-Trade gemacht. Ich habe mir Kleinigkeiten im Putz gekauft. Allerdings welche, die würde ich hier niemals empfehlen. Die haben jetzt momentan einen Hebel von, ich glaube, 55. Das ist eine Basis 15.920. Aber das ist so klein, wenn das schief geht, dann fällt Ostern auch nicht aus. Ich werde den Osterhasen nicht grillen. Der kriegt dann vielleicht einen Tritt in die Blume, aber das war es dann auch. Es ist hoch. Das heißt, wir müssen Montag, spätestens Dienstag, müssen wir diesen Freund hier überboten haben, die 15.703. Weil sonst wird das hier ein bisschen weicher alles. Also Dienstag Schlusskurs muss drüber liegen. Sonst muss ich davon ausgehen, dass wir nochmal Besuch bei der 20-Tage-Linie machen. Aber wenn sowas gebrochen ist, das konnte man heute mal sehen bei hier, LVMH, ja, das ist LVMH, das ist ein Eintageschart und der war ganz oft oben bei der 8,33 und wenn er durchgeht, dann zieht er. Ja. Das sind dann hier bei LVMH auch gleich mal nicht ganz 2% gewesen, aber dann zieht er durch. Das kann natürlich bei dem DAX auch passieren. Da muss man Gewehr bei Fuß sein. Ich käme auch vor dem Hintergrund dieser insgesamt sehr hohen Technik noch nicht auf die Idee, nennenswert Short zu gehen. Der muss mir aber das Montag, spätestens Dienstag beweisen, dass er das hier wirklich ernst meint. Sonst gibt es nochmal so einen kleinen Imbiss hier unten an der 20-Tage-Linie. Ich habe die Scheine komplett geändert, das musste ich jetzt machen, weil die Calls, die waren zu langweilig und die Puts, die waren zu heiß. Ich habe das so gemacht, hier. Ich habe mir 2 Calls ausgesucht, der eine ist, ich runde leicht 14.800. Ja, da sind wir hier, an diesem kleinen, wild bewegten Tag.
Und das ist ein 18er Hebel und ein 14.507er. Da sind wir hier in der Nähe von diesem, ja, quasi Hammer. Das sind die beiden, die kommen ins Spiel. Und zwar kommen die dann ins Spiel. Wahrscheinlich gehe ich dann sogar noch höher mit dem Hebel, wenn wir die 15.703 mindestens mit einer 4-Stunden-Kerze Schlusskurs überboten haben. Dann bin ich wahrscheinlich sogar bereit, kurz mal unter die 20-Tage-Linie zu gehen, so eine 15.200, sowas in der Art. Bei dem Putz, die haben jetzt ein bisschen höheren Hebel, 16.217. Da sind wir hier oben, na komm her, da sind wir hier oben. Im Moment ein 26er Hebel, pro Punkt steigt der natürlich auch. 16.217 und ich habe noch einem ein bisschen mehr Abstand genommen, 16.505. Also, wenn der DAX sowas macht, wie LVMH gemacht hat, wenn der wirklich die 15.703 rausnimmt, dann muss man davon ausgehen, dass er relativ schnell nochmal 200 Punkte drauflegt. In der ähnlichen Geschwindigkeit, wie wir die 15.270 überboten haben. Davon muss man ausgehen. Aber es ist Wochenende, deswegen habe ich also hier insgesamt wieder sehr kleine Positionen. Schaue es mir am Wochenende Abend an, insbesondere am Sonntagabend. Und dann gucke ich mal, was mehr draus wird. Ich hoffe, dass der Ton und alles geklappt hat und wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.